So, herzlich willkommen hier bei Elvin Seville, U-Bahn Bus Tramfair 911. Und zwar geht es heute um die erste Natriumdampflampe. Allerdings ist das hier eine 70 Watt und die ist defekt und von der hatte ich nur eine. Oder auch nur eine jetzt dann gehabt. Das habe ich dann erst daheim festgestellt, als ich das alles zu Hause hatte. Ja, eigentlich solltet ihr das noch gar nicht so genau sehen, was das hier ist, aber ich glaube, man kann es schon erkennen. So kleine paar Straßenlampen hier, die habe ich jetzt durch für einen kleinen Schrottpreis bekommen, durch gute Kontakte und Tipps, wie man sowas kommt. Auf legalen Weg natürlich, ohne zu klauen. Das ist natürlich logisch, weil das wäre sonst würde ich jetzt hier kein Video machen. Da wäre ich sonst dumm. Das bin ich nicht. Ja, das 70 Watt Leuchtmittel ist defekt und um dieses wollte ich heute mal ein Video machen. Die 70 Watt, die werde ich allerdings nicht behalten. Die würde dann bekommen dann einen Freund von mir. Grüße gehen raus an Urbex Elektronik an dieser Stelle. Und natürlich auch an die anderen, die wohl Lampen mögen. Am Technics-Experte, auf jeden Fall, am Neonjung und am Mr. Numilux. Ja, jetzt habe ich es besser heute rausgekriegt wie die letzten Male. Ja, ich packe dann einfach wieder von den anderen Videos die Beschreibung einfach wieder unten in die Beschreibung rein, kopiere die einfach rein. Und dann stehen alle wieder unten drin. So, ich schalte eben mal die Taschenlampe aus, dass man es besser sieht und den Stecker rein. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe die nur noch nicht richtig getestet. So, jetzt muss ich das Loch von der Steckdose finden. Das ist ein bisschen dunkel. Ich bitte kurz um eine Sekunde. Ja, da ist er. So. Zack. Und er ist an. Und dieses Leuchtmittel ist defekt. Das werden die dann gleich sehen, vor allem weil es auch nicht nah auf gelb wechselt. Da merkt man schon, dass es auch mit der da lange dauert, bis es erst gelb wird und dann geht es ja einfach aus. Ist jetzt nur wieder ein bisschen schwierig auf dem Video nachzuverfolgen. Eigentlich wollte ich ja mit 60 Fraps aufnehmen, aber das hat es nicht funktioniert nach der Einstellung von der App. Da kann man mal, sobald man ein Video starten will, dann geht's nicht. Oh, auf der Kamera schaut's schon ein bisschen gelb aus, aber das ist eigentlich noch weiß. Ja, so kann man es besser erkennen, dass das mehr weiß ist. Da flimmert's nicht so, ich halte es mal ein bisschen daneben. Aber man hört schon, wie die Lampe wieder knackt, weil die warm wird. Aber man hört es richtig. So, jetzt müsste die gleich ausgehen. Weil jetzt versucht sie langsam in gelb zu wechseln. Und dann geht die einfach aus. Ich halte mal sicherheitshalber einen Stecker bereit, falls irgendwas ist. Ja, jetzt versucht sie langsam gelb zu werden. Alter, die knackst richtig. Die dehnt sich aus. Such die. Zack. Und da war's. Leuchtmittel ging aus, glüht nach. Knackst richtig. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt ausbleibt. Ich werde es nur einmal machen. Und dann mache ich das wieder raus und Stecker, weil ich möchte hier nicht irgendwie noch was defekt machen. Das Leuchtmittel knackst, ey. Krass. Wow. Da tut man nicht mit rechnen und dann geht sie schon wieder an. Da erschrickt man, ey. Die ist defekt. Oh, jetzt ist aber gelb. Er startet sich schon mit gelbem Licht. Ja. Lol. Also wenn sie jetzt wieder einmal ausgeht, dann werde ich den Stecker ziehen. Klappert voll. Und knackst eben, weil sie durch die Wärme sich ausdehnt. Ich glaube nicht, dass es normal ist. Alter, das Geräusch ist heftig. Ach du Scheiße. Alter, ich glaube, ich mach's gleich sicherheitshalber raus.
Na, jetzt geht's ja nimmer aus. Ha, die ging jetzt einmal aus und jetzt nimmer, oder was? Lol. Jetzt geht's hier nimmer aus. Sonst werde ich schon aus. So, dann schalte ich die jetzt aber mal aus. Das leuchtet mit leider ein bisschen ein Defekt. So, 3, 2, 1. Blüht nach. Das war jetzt aber seltsam. Da wäre hier noch nach ein paar Minuten ausgegangen, aber ich will jetzt auch nicht so lange warten. Und die Geräusche haben mir nicht gefallen von der Lampe, also. Einmal ging die jetzt aus. Boah, Alter. Da siehst du nichts mehr, ey. Jetzt hört man das Knacksen wieder vom Abkühlen. So, jetzt schalte ich meine Handytaschenlampe wieder an. Boah, ist. Wenn man da ans Licht dran schaut, das ist heftig. Aber 70 Watt hat schon Power. Und die ist ein bisschen im Arsch, das Leuchtmittel. Einmal geht's ja aus und ging's wieder an gleich, oder? Lol. Kurios. Ich weiß nicht, ob die nochmal ausgegangen wäre. Ich habe jetzt auch noch keine Lust mehr gehabt, jetzt ehrlich gesagt zu warten. Weil ich das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen will. Boah. Das ist heftig. Das hat ja richtig mal gehört, wie sich das ausdehnt und durch die Wärme und so. Und das Abkühlen hat man auch wieder knacksen. Ich kann es wahrscheinlich jetzt nur nicht anfassen. Sonst würde ich diese 70 Watt auch noch schnell mit ins Video reinschmuggeln. Ist unten, unten kühl? Ja, unten kam es nur lauwarm. Da kann man es anfassen. Okay, ich mache das eben mal vorsichtig. Dass nicht außen ans Glas kommen, weil die ist sehr heiß. Ich hoffe, das macht nichts aus, dass ich das hier ein bisschen an das Metall hier anlehne. Ich glaube, weiß nicht, ob das Kunststoff hier schmelzen kann. Ah, das wird schon gehen. So, vorsichtig. Die ist hoffentlich jetzt sauber. Ich habe die 70 Watt noch nicht geprobiert. Ich mache das jetzt auch noch an. Und ich. Da wird das Video halt nochmal kurz länger. Aber ist mir jetzt eigentlich gerade mal kurz egal. So. Schrauben wir mal rein. Ich werde ja auch mal ein Video machen von der 70 Watt versus der 50 Watt durchsichtigen. Hier ist nun gleich der Brennerunterschied von der Dicke her. Das ist ein bisschen dicker. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall erkennen, Unterschied. Liegt jetzt nur nicht nebendran. Aber ich denke, man dürfte es trotzdem mehr sehen. So. Ich hoffe, die geht jetzt auch an. Schalte ich eben mal die Taschenlampe aus. Halte die Handykamera hin. Ich suche die Steckdose wieder. Mach die auch nochmal kurz 5 Minuten an. Ui. Die war nice. Boah, 70 Watt ist auch nicht schlecht. Sie wird gelb. Ah, man kann es aber anfassen, das Leuchtmittel schon. Das ist schon immer heiß. Gut. Haben wir es klappern wieder gehört, dass das gleiche Spiel denen die Dinger, die dehnen sich aus und dann knacksen die. Ist aber normal. Ist bei den anderen nämlich auch so, nicht nur bei einer. Aber der hat man es richtig stark gehört. Die hier war jetzt harmlos. Boah, das Flackern auf der Kamera ist immer krass. So. Und jetzt bei der 15 Minute jetzt ungefähr schalte ich die Lampe auch wieder aus. Das wird dann schon passen. Aber die funktioniert auf jeden Fall. Also es sollte funktionieren.
Geil, Leute, oder? Meine erste Natriumdampflampe. Für die Lampeninteressierten auf meinem Kanal. Zoom da mal ran. Das Problem hat, wie gesagt, ist es hier immer wieder das Schärfe. Das hat mir bei HQL leider auch so. Das Schärfeproblem, da müsste man die Lampen. Aber ein bisschen irgendwas, ein Finger oder was reinhält in die Kamera, wird schärfer, aber ja, so kann man es lassen. Gerade ist gut scharf. Gute Nahaufnahme, glaube ich. Ah, noch ein bisschen zoomen, versuchen. Boah, Alter. Hier kann man den Brenner mal richtig schön in Nahaufnahme filmen. Ich drehe mal die Kamera. Wie das auf der Kamera blitzt, das ist doch immer heftig. Oh, die ist schon voll hell. Alter, also die 70 Watt, die haben schon echt... Boah, Alter, die merkt man, da haben gleich mehr Power. Ich leuchte ihn mal ein bisschen hin. Boah, Alter. Ist sogar auch schon ein bisschen beleuchtet alles. Heftig. Alles noch Chaos. So. Ich glaube, die war lange genug an. Jetzt schalten wir die mal aus. Ich hoffe, wir kriegen Und dann sage ich schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Jetzt schalte ich mal aus. 3, 2, 1. Boah, das Nachglühen, ey. Das Nachglühen ist immer heftig. Boah. Boah, ich glaube, das riecht schon wieder nach leicht verbrannten Staub. Na, ist nicht einmal. Aber irgendwann hat leicht nach Staub gerochen, weil der Staub wahrscheinlich drauf gekommen ist. Ich warte jetzt, bis der Brenner noch komplett ausgeglüht ist, dass man das auch mal im kompletten Mal durchlaufen mal sieht. Ah, ist schon fast aus. Ich gehe mal den Zoom raus, dann kann man das. Ja, jetzt auf der Kamera sieht man schon nicht mehr so gut. Schon nicht mehr. Und mit dem bloßen Auge sieht man noch minimal. Gleich ist er aus. Ja, jetzt ist er aus. Nice. Also, wenn ich die jetzt anfasst. Au! Wenn die jetzt anfassen würde, könnte man sich gut die Finger verbrennen. So, ich hoffe, das macht nichts aus, dass ich jetzt die andere daneben reinstelle, neben die heiße Lampe. Macht das was aus? Ich denke mal nicht. Sie ist ja auch noch ein bisschen warm. Ein bisschen was muss das aushalten. So, jetzt habe ich die Taschenlampe ausgehabt. So, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Euer Ubernürnberg Straßenbahn-Fan 11 oder beziehungsweise jetzt habe ich es wieder falsch aus Gewohnheit. Mein Gott. Euer Elvin Seville, U-Bahn-Bus-Tram-Fan 0011. Da muss ich mich jetzt selber noch ein wenig umgewöhnen, aber ist ja wurscht. So, lege ich mal kurz hier hin. Durch die andere wieder rein, weil die hatte ich vorher drin. Die muss ich auch mal ein bisschen mal länger mal testen, ob die nochmal ausgeht. Aber ich traue es mir ehrlich gesagt nicht. So, dann stellen wir die hier ein bisschen rein. Das sollte dann klappen, dass es wieder aufgeräumt ist. Ich mache die jetzt noch kurz zum Abschied an. Da habe ich jetzt die Elektronik raus, weil hier ist leider das Zündgerät-Defekt. Ja, ich mache mal eine Lampe kurz mal auf. Da sind nämlich bei den anderen drei nämlich eine andere Marke drin. Ich lege das, muss ich da kurz mal hinlegen, sonst sieht man das nicht. Oder ich versuche das kurz hinzustellen, dass man sieht, wie ich die öffne einfach mal. Das könnte vielleicht interessant sein. So grob, wenn es kurz steht. Ja, da braucht es eigentlich einfach. Man braucht eigentlich nur den einen Hebel ziehen. Ich hoffe, es klappt, dass ich mich jetzt nicht selber mitfilme, weil da habe ich keinen Bock drauf. Nur hier den Hebel ziehen und zack, und schon hat man sie offen. Sieht man das jetzt auf dem Video, wie ich die geöffnet habe? Ja. Aber hier ist nämlich dieses Zündgerät bei der Elektronik kaputt. Da habe ich ein kleines Video, das schneide ich einfach noch am Schluss jetzt hinten dran. Wie der die Lampe rumgeflaggert hat, und da habe ich auch leicht geflucht. Und in die anderen drei ist nämlich diese Marke hier drin. Das ist nämlich viel besser. Hier steht natürlich jetzt 70 Watt drauf, aber ich habe hier das Kabel auf dem Vorschaltegerät umgeklemmt auf 50 Watt. Bei die einen drei, weil ich brauche 50, ne, 70 Watt bei den Lampen. Ja, das steckt jetzt hier in 50 Watt drin und nicht mehr in 70 Watt. Habe ich natürlich alles sauber gemacht, weil die Lampen haben nicht gut mehr ausgeschaut. Die waren schmutzig wie Sau. Ja.
Das sieht auch außen jetzt schön. Ist nicht sauber, der Grünspan ist weg. Ah, ein bisschen eine Arbeit, aber es war cool. Ja, und hier ist ein bisschen schmutzig, aber das kann man auch nicht richtig putzen, das funktioniert aber. So, jetzt kann man es auch wieder ganz einfach zumachen. Wenn ich es jetzt richtig hätte, oder habe ich jetzt das Kabel hier gehabt, so, machen wir einfach wieder zu. Na, das mag es nicht zugehen. Ja, jetzt geht's. Zack, und jetzt ist wieder eingehängt. Und zu ist der Scheiß. Okay, jetzt werde ich noch ganz kurz die hier nach vorne stellen. Die andere war nämlich nach hinten. Hier ist jetzt nur eine handelsübliche Energiesparlampe drin, ohne Elektronik. Also es ist jetzt ein ganz normaler Strom wie bei einer Lampe halt, ohne irgendwelche Vorschaltetechnik und sonst was. So, der Pömpel, das Ding war unten drin, das stecke ich jetzt wieder rein. Das war eh nur bei der einen Lampe dabei. Und hier war auch bei der einen Lampe auch nur an der Seite hier so ein Loch, also da war so ein Kaugummi oder so ein Knetgummi drin. Da habe ich jetzt bei der das Kabel hier so rausgeführt. Wegen dem Ding hier. Na, die bekommt dann na, jemand von mir aus Erlangen, ein Freund. Genau, den realen Namen möchte ich nicht sagen, weil das erstmal würde er das wahrscheinlich, weiß nicht, ob das für ihn okay ist, und zweitens möchte ich jetzt das auch nicht unbedingt machen, weil das eigentlich auch nicht, glaube ich. So. Das ist ganz einfach, da ist jetzt auch hier der ganze Schalter von der alten Lampe, von der Lampe. So schalte ich mal an. Und hier natürlich die Glühbirne, kennen wir ja eh schon. Einfach nur so eine ganz normale Glühbirne hier, weil da soll eine 50 Watt HQL rein, habe ich geplant. Aber da muss ich erst noch ein HQL-Vorschaltgerät suchen. Ja gut, bis das Video jetzt wieder hochgeladen ist, wird es wahrscheinlich dauern. Das dauert schon wieder gleich 18 Minuten. Viel zu lang, hatte ich nicht geplant. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht schon so viel machen. Das soll auch mal ein Spessel kommen, weil es werden nicht die letzten Lampen hier sein. Da kommen noch mehrere in Planung, was ich besorge. Vom selben Hof, vom selben Dings, wenn alles klappt. Vielleicht haben die mit Glück auch noch ein Zündgerät. Jetzt habe ich die Lampe schon wieder ausgeschaltet, die dann nicht vergessen anzumachen. Zündgerät brauche ich auf jeden Fall. Da haben die auch noch welche rumliegen in der Gitterbox und so ein Ding. Ja. Da habe ich Glück, dass ich gute Kontakte gefunden habe durch. Ja, klappt. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen, euer U-Bahn. Danke fürs Zuschauen, euer Elvin Seville, U-Bahn Bus Tram Fan 111. Ich hoffe, ihr hat es gefallen mit der 70 Watt hier hinten. Ich habe übrigens hier auch die Fassung beschriftet, dass ich weiß, welche Watt die haben. Sonst wäre das schlecht. Ja. Weil es die eine einzige mit 70 Watt ist, habe ich auch 70 Watt hier unten auf die Fassung geschrieben, dass man weiß, was da rein muss wieder. Wenn man mal länger kein Leuchtmittel drin hat, dann kann man durcheinander kommen. Da ist jetzt noch nichts, es soll auf 50 Watt dann HQL sein, da werde ich auch HQL dazu schreiben, dass man das auch weiß dann. Weil man kann ja nicht reinschauen. Gut, das war ja mal hier 50 Watt schon vorinstalliert, aber bei dem ist das Zündgerät im Arsch. Gut, dann sage ich mal jetzt danke fürs Zuschauen. Packe jetzt das Video noch dazu mit der. Schneide ich dann am PC, dann wird es halt wieder in 4K sein, die Auflösung, aber gut. Habe ich auch vor. Und. Ja. Jetzt kommt noch das Video, was das Zündgerät für Probleme hier gemacht hat, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und. Tschüss. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Da ist was im Arsch. Alter! Was ist das hier für ein Scheiß? Das war jetzt aber definitiv nicht normal. Und das hat schon vorher schon manchmal so komisch gesponnen. Das eine hier mit 50 Watt. Das ist nicht normal. Alter, ich glaube, ich schalte es lieber mal aus, wenn es jetzt mir die Lampe gleich in die Luft fliegt. Holy shit, Alter. Was ist das gewesen? Alter,
Das gefällt mir nicht, ey. Die Lampe hat auch gerade so komische Geräusche gemacht. Alter. Irgendwas ist hier in dem Ding wirklich im Arsch. Ich hab's vermutet. Alter. Irgendwie spinnt es. Manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Alter, bin ich jetzt davon erschrocken, ey. Da ist irgendwas im Arsch in dem. Entweder das Zündgerät im Arsch oder keine Ahnung. Hoffe ich, sieht es bei den anderen Lampen, dass die also komisch dann doch tun. Alter, gibt's doch nicht.